Wenn du deiner Crew den riesigen Fan zuweist, wird es essentiell. Du bist die zu... Oh, geil. Zu Crew zuweisen. Willkommen an Bord. Du wirst es nicht bereuen. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit... das ist Sarah. Mit Starfield. Willkommen zurück. Es geht weiter. So. Ist ja wie bei der UN hier. Style Among the Stars. Ich bin nur losgelaufen. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Start Bäume an. Klingt besorgt. So schlimm kann die Sache doch nicht sein, oder? Sprich mit dem Wissenschaftler beim Baum. Meint er den da? Den da? Irgendwann werde ich das Amt für Interstellar. Unglaublich, dass dieser Baum älter als New Atlantis ist. Stell dir vor, was er alles erlebt hat. Er hat bestimmt gedacht, das war damals viel ruhiger als jetzt. Keltenfrosch. Frosch. Frosch, Frosch. Reden. Hallo? Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Stimmt was nicht? Klingst du besorgt? Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Ich bin schon oft an diesem Baum vorbeigekommen und ehrlich gesagt habe ich ihn nie groß beachtet. Hat er irgendeine spezielle Bedeutung? Endlich kapiert es jemand. Es sei denn, verspottest du mich? Oh, diese Leute... Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Boah, ist das eine schlechte Synchro. Also die Qualität vom Sprecher ist schon... Also ich merke das immer sofort, ne? Das war auch zum Beispiel bei Elex, das ist das auch schrecklich. Ich helfe gerne. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Wenn ich, ja, wenn was für mich dabei rausspringt. Ein Söldner, was? Tja, wir finden bestimmt eine Lösung. Also, bist du dabei? Ja. Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt. Oh, nee. Und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Oh Gott. Hätte er es nicht vorher sagen können? Hätte ich abgelehnt. Ach komm, machen wir das noch gerade. Können wir uns ein bisschen die Stadt ansehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, also wie gesagt, ich wollte, was heißt wie gesagt, ich wollte so ein Mod installieren, der DLSS verfügbar macht, weil das Spiel läuft schon sehr schlecht, immer so zwischen 40 und 60 Frames. Es gibt so einen Mod, aber der ist wohl ziemlich kontrovers gerade und, ja, dann bleiben wir es erstmal so. Können wir nicht ändern. Weißt du, ich stelle überall Sensoren auf, die stehen hier wahrscheinlich schon seit Äonen. Aber er steht lieber denkend an diesem bescheuerten Baum, ich meine an diesem wunderschönen uralten Geschöpf, anstelle selbst diese bescheuerten Messdaten einzusammeln. Weißt du? Hauptsache nicht bewegen und nur mit so einem blöden Datapad da rumzustehen, um Bäume anzugrübeln. Meine Güte. Das ist gerade ein typisch Fingerfuchtler. Du bist schon, ist das gleiche. Das ist ein Magier in Sci-Fi Games. Wissenschaftler. Guck mal, da hinten. Ach, ist krass. Okay. Aber trotzdem, hier laufen so viele Leute rum, es läuft nicht schlechter als irgendwie auf einem anderen Planeten. Ey, sag nicht, ich kann mir ein Zimmer mieten. Aber ich will... Ich will eher in so einem schäbigen Stadtteil leben. Das ist doch voll hässlich hier. Es ist halt so künstlich. Also ich will irgendwie eher so Nar Shaddaa, ja? So lower Viertel. Wir finden bestimmt irgendwo noch einen schöneren Ort zu leben.
Das ist schon ziemlich spießerig hier. Und jetzt haben nicht bescheuerte Sensoren ein. Ich wäre jetzt eigentlich... Die sehen auch, sehen die eigentlich aus wie Sperma. Ach, guck mal, das ist die andere Quest, ne? Jetzt sag nicht... Warte mal, jetzt sag nicht die Sensoren. Jetzt sag nicht, die Sensoren liegen... auch in anderen Gebieten. Nein, tun sie das? Oh Gott, ich glaube, das wird eine Nebenbei-Quest eher. Nein. Ich werde wahnsinnig. Oder das Schiff bringt uns eher... Es ist schon... Ist ich... Wow. Ich wollte gerade sagen, ist schon ziemlich hässlich hier. Boah, guck mal, da unten ist das Dock. Oder kann man auch rumlaufen, oder was? Kann ich raus aus der Stadt? Ist das abgefahren? Reicht das nicht an Sensoren? Ich glaube, den Zug muss ich nehmen, um auf die andere Seite zu fahren. Guck mal, Sarah, ich bin ja stolz. Sarah. Oh, guck mal, das geht auch. Immerhin, schon mal. Okay. Hopp, hopp, zack, zack, in den Zug hinein. Geschäftsdistrikt. Ja, ja, genau. Ist halt nur eine Schnellreise, mir ist das ja nicht. Ort entdeckt. Geschäftsdistrikt. 20 EP. Skillpunkt verfügbar. P. Für jeden bla bla bla. Aha, Kampf. Sozial. Hier, überzeugen, haben wir ja schon. Gastronomie. Einschüchtern. Isolation. Verhandlungsgeschick. Diplomatie. Täuschung. Aufhetzen. Oh, geil. Führung. Gibt 7 weitere Punkte für Sozial aus, um soziale Skills Profi freizuschalten. Außenposten. Oh, was sind Spoiler? Der Bau eines Außenpostens ist eine Herausforderung. Doch, um einen Außenposten richtig zu verwalten, brauchst du gewisse Fähigkeiten und spezielle Ausbildung. Ich kann einen Außenposten haben? Oh Mann, ist das cool. Schleichen. Oh ja. Ich brauche Schleichen. Entsperren. Verfügt über Schleichleiste hinzu. Du bist beim Schleichen um 15% schwerer zu entdecken. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist für einen Kampf wichtig. Rang 1. Rang 2. Schleichangriff Schaden. Entsperren. Okay. Ich habe noch 2 Skillpunkte. Kann ich schleichen direkt noch mal pimpen? Ernährung. Hier, Gewicht heben. Um 10 Tragkapazität. Ich weiß ja nicht, was machen die verschiedenen Level? 10, 25, 50 und 100 Kilo. Tut mir leid, aber... ich glaube, ich spare jetzt erstmal die Punkte. Wir haben eine Technologie... Fliegen. Entsperrt. Du kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Boostpack. Entsperrt. Du kannst jetzt Boostpacks benutzen. Das ist für mich. Ballistische Waffensysteme. Entsperrt. Schalte Zielfunktion des Schiffs frei. Das schießt doch so schon ziemlich genau. Wir sind noch nicht fertig. Medizin. Entsperrt Medipacks, Trauma-Packs und Notfall-Kits regenerieren 10% zusätzliche Gesundheit und 10% schneller. Geologie. Du gewinnst mehr häufige und seltene. Ah, ja, oh ja. Ja, geht nicht. Ich hab 0. Okay. Oh Mann, wir brauchen echt viel Zeug. Ich muss. Okay. Ich muss alles. Ich muss alles Mögliche machen. Warte mal, warum... Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Redet ihr jetzt von den Biosensoren? Ich suche nach Biosensoren, nicht Eier. Okay, wenn ich sowas sehe, sag ich's dir. Und du sagst mir, wenn du Eier findest, ja?
Oh nein. Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Oh nein. Blöder Bengel, jetzt macht mir die Arbeit noch schwerer. Satansbraten. So typisch Skyrim. Wir nehmen immer den schnellsten Weg über den Berg, weil der Wegpunkt da lang führt. Geronimo! Wo ist eigentlich Sarah? Kommt die noch mit? Oh, da ist sie ja. Oh Gott, warum bin ich nur mit ihr mitgelaufen? Gewehr? Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse... Oh, guck mal. Süß. Sollte es bei deinen Geschäften mit dem Vertriebszentrum Probleme geben, lass es uns bitte wissen. Wir wollen uns laufend verbessern. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Es soll in etwa 2 Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Ja. Wir bitten, die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Ich würde gesehen, was du im Angebot hast. Ach, das Ei. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Ich sag lieber nicht, dass es wichtig ist. Essen nichts, ich hab bloß aus Versehen liegen gelassen. Ach ja? Wenn du danach suchst, muss es dir etwas bedeuten. Nein, es kostet nichts! Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe, plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. Wo ist denn meine Überzeugung? Kannst du es nicht einfach geben? Schon, aber ich habe dafür bezahlt. Ich will meine Verluste wieder reinkriegen. Und das ist im Hinterzimmer. Ich müsste hingehen, dann wieder rauskommen. Du hast doch gesagt, es wäre wertlos. Warum machst du dir dann die Mühe und kommst nochmal wieder? Ja, geil, 100 Credits, was ist das schon? Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Aber wir können überall einbrechen, das dürfen wir nicht vergessen. Zurück ans Werk. So, jetzt haben wir alle Sensoren, glaube ich. Gott sei Dank. Bloß raus hier! Ich darf nicht vergessen, Screenshots zu machen. Für die Thumbnails. Eigentlich wollte ich professionell kochen. Nicht sowas hier. Du wolltest kochen und nicht Wachmann werden. Hallo! Hallo! Ist ja blöde Bobby. Die heißen alle Bobby. Ich will jetzt töten gehen. Ich will hier nicht in dieser blöden Stadt rumlaufen. Sie war ja sehr beeindruckend, aber sie ist mir ein bisschen zu spießig, also. Oh, ist das ein Ruby? Guck mal. Lancelot. Das ist ein anderer Lancelot. Ein Sicherheits-Lancelot. Sicherheits-Lot. Sicher-Lot. Oh yeah! Ist im Andenken an die im Koloniekrieg Verstorbenen gewidmet. Bitte seien Sie taktvoll. 18. Soldaten. Elias Obris. Oasis Otanus. Lance Park, Killian Pleakey, Wilburn Pyme, Demas Pierce, Florian Pierce, Rorik Pierce, Brett Prabblene, Trajan Sennen, Bong Cha Seng, Clara Struthers, Francesca Abbott, Lilizia Anderson, Franciszek Bartoszk, Kevin Combs, Molly Combs, Carmine D'Souza, Cairo Giovanni, Booker Hamilton, Colin James, bin Lamm. Ich bin ein Lamm. Okay, ich geh lieber. Entschuldigung, ich wollte nicht. Die armen Menschen. Die sind doch für die Kolonie gestorben. So, hier sind eine bescheuerten Sensorlatten. Hätte ich doch bloß nicht angesprochen. Aber ich brauche die Sensoren. Ja, dann sammel doch selber auf, du Lappen. Wenn das nicht meine Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay, wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Einen Moment. Es funktioniert, oder? Ich weiß es nicht. Da. Was bin ich erleichtert. Also mal sehen. Das ist
Tja. Meine Güte. Oh Mann. Sag uns deine aufregende Geschichte. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten, mein Verdacht hat sich bestätigt. Und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Das werde ich sofort dem Mast melden. Und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Klingt nicht nach guten Neuigkeiten. Naja, aus einer bestimmten Perspektive. Auf zugegebenermaßen egoistische Weise. Die schlechten Neuigkeiten, die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen. Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet. Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Hä? Ich muss mich sofort mit meinen Kollegen beim Mast beraten. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sind diese Credits angemessen. Der Baum tötet die Stadt? Das jetzt mal. 2000! Ja, okay. So, jetzt bloß weg hier. Es tut mir leid. Okay. Sprich mit Sarahs Kontakt. Oh, haben wir hier Werbung? Das Söldnerunternehmen Ecliptic galt einst als effektives und sogar essentielles Element zur Bekämpfung der gefährlichsten Bedrohungen der besiedelten Systeme. Gehört mittlerweile aber selbst zu diesen. Es scheint, als hätten sie jeden im Visier. Von den Piraten der Crimson Fleet bis hin zu zivilen Handelsschiffen, die angeblich gegen Gesetze verstoßen haben. Die Behörden des Freestar Collective und der United Colonies zögern, offiziell gegen Ecliptic vorzugehen, da angeblich keine Beweise vorliegen. Oh, die klingen aber sehr interessant, diese Ecliptic. So, ich will mal hier ein Bild machen. So, Fotomodus. Ich bin bei der Mast. Das müssen wir doch direkt festhalten. Warte mal, so jetzt. So. Viele Posen gibt es aber nicht. Alle, ich bei der Mast. Beim Mästen. Kann ich nicht irgendwie jetzt noch den Helm ausblenden? Warte mal. Vorher machen sollen, ne? Okay, genug. So, komm, Sarah. Was haben die denn da? Schwören? Eid leisten? Die Bürger der United Colonies nach Kräften zu beschützen und zu verteidigen? Und die Werte der Vanguard, Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung bei allen Einsätzen als Mitglieder der Navy der United Colonies hochzuhalten? Ich schwöre. Dann bin ich stolz, euch in der Vanguard begrüßen zu dürfen. Also, ihr habt eure Aufträge. Zeigt ihnen, was die UC können. Supra et Ultra. Supra et Ultra. Okay. Mast. Klingt wie Mist. Oh, das darf ich so laut sagen, oder? Sir. Vanguard. Cool. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Puh. Vielleicht später. Muss erstmal die Constellation klären. Ja, oh ja. Okay, okay. Aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Sol! Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung.
Das Ding ist, in allen Spielen, wo es irgendwie noch die Erde gibt, oder halt das Soul-System, ist immer so, was, Soul-System? Bei den Leuten? Oh Gott. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil ja, dieses Verhältnis der Erde ja nirgendwo, oder das ist, nicht mehr existiert. Ne, dieser politische Schmelztiegel von Politik, Kultur, während wahrscheinlich alle Kolonien super locker sind, komplett anders werden auch, politisch, so wie, ja, keine Ahnung, Space Cultural. Ja, denk mal, die werden alle besser miteinander klarkommen als auf der Erde. Wir reden mit ihm, wir könnten ihm sicher ein gutes Angebot machen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich bin den ganzen Tag... Ja, ja, okay. Im Soul-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moira ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder, John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Danke für deine Hilfe, John. Für Sarah tue ich alles. Die UC kümmern sich um ihre Leute, auch die verlorenen Kinder. Oh, Mann. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt zu Zidari. Cydonia. Kann ich hier durchs Fenster? Warte mal. Wie komme ich denn da hin? Muss ich den Fahrstuhl benutzen? Brücke. Maschinenraum. Das scheint kaputt zu sein. Scheibenkleister. Wo sind wir denn jetzt? Lobby? Wir gehen nach Natt-Haltestelle. Aha. Guck mal, hier sieht es wiederum cool aus. Aber oben gefällt es mir nicht. Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Findest du nicht auch? Dana Rain. Noch ein Tag, noch ein Credit. Och, das klingt echt gut. Wie läuft's? Oh, hallo. Mir geht's klasse. Und dir so? Mir geht's furchtbar. Mir geht's wirklich schlecht. Ich bin krank. Oh, du meine Güte. Das tut mir wirklich leid. Ja. Bestimmt geht es bald wieder aufwärts. Ja, es geht schon besser. Es ist wichtig, den Kopf nicht hängen zu lassen. Versuch dir ein Ziel zu setzen. Ich lege seit einer Weile Geld beiseite, damit mein Freund Tony und ich die besiedelten Systeme erkunden können. Mm. Wir kommen der Sache immer näher. So enden Gespräche. Wie läuft's? Du siehst ziemlich kaputt aus. So, das ist ein nettes Gespräch. Wirklich? Naja, du hast schon recht. Ich bin erschöpft. Ich liebe meine Arbeit, aber sie ist anstrengend. Ich könnte wirklich einen Terracino von Terra Brew brauchen. Ich kann dir einen holen, kein Problem. Wirklich? Das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Warum mache ich das jetzt überhaupt? Wir sehen uns. Warum mache ich denn das jetzt überhaupt? Ach, Aktivitäten. Sprich mit Commander Tula darüber, mit Vanguard beizutreten. Schau später bei Kelton vorbei. Sprich mit Sergeant Yumi. Wir machen das jetzt mit dem Kaffee noch. Die Folge wird ein bisschen länger, weil... Ich weiß noch nicht, wo ich den blöden Kaffee holen soll. Einmal mal irgendwann. Weiter geht's. Hauptquest. Ich will doch nur töten. Ejo. Also Blumen war schon immer ein Problem in den letzten Fallout und ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der Nähe wird mir immer noch übel. Ist es jetzt dunkler geworden? Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Was? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Die Statue? Das ist keine Statue, das ist so ein Kunstkonstrukt. Die besten Sachen
sind alle in der Kategorie. So, oh ja, wir mögen keine wunderschönen Statuen mehr. Wir machen lieber nur noch so Metallgeschnörkel. Oh ja, so schön. Die Interpretation davon. Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Untersuche potenzielle Stromausfälle im Unterdeck. Sind da vielleicht so Space-Rappen? Bei Vectera! Nein! Bei Vectera, ich kann es nicht fassen! Bist du das? Bist du das wirklich? Ja, ja. Captain der Frontier, Fluch der Fleet, leuchtender Stern der Constellation! Oh, mein erster Fan! Ganz recht, genau der bin ich. Welch gesegneter Tag! Für einen Moment war ich nicht sicher, ob du real oder nur wieder eine Halluzination bist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück! Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Ist das toll, dass unser Fan... Nein, das ist nicht übertrieben. Du hast recht. Das muss Schicksal sein. Nicht wahr? Und wer gegen das Schicksal kämpft, wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Obwohl, ich wette, du könntest gegen alles den Sieg davontragen. Ja, ja, ja. Selbst gegen theoretische Konzepte. Oh ja. Aber warum solltest du das hier wollen? Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Wenn du deiner Crew den riesigen Fan zuweist, wird es essentiell. Du bist die zu... Oh, geil. Zu Crew zuweisen. Willkommen an Bord! Du wirst es nicht bereuen. Verwalte deine Crew, weise die Aufgaben zu und entsende sie zu einem Schiff in Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills. Kann ich dem da noch einen Namen geben? Riesiger Fan, sag mal, riesiger Fan. Ja, geil! Sie ist noch gar nicht zugewiesen, kann ich dir... Ja, es geht auch. Beide zur Frontier. Okay. Schiff, Außenposten. Ist das geil. Guck mal, Akt Außenposten und Außenposten. Ist das cool. Guck mal, er ist Plünderer, Tarnung und Gewichtsheben. Alter, richtig gut. Er heißt Jameson. Riesiger Fan. Ah, ich kann leider nichts machen hier. Zuweisen, sortieren. Okay. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Ah, komm, jetzt bleiben wir noch auf dem Planeten. Komm, ich will jetzt mal dieses mit den Unterdecks rausfinden. Vielleicht sind da so Space-Ratten, die irgendwie die Schaltkreise durchmampfen. Am Schluss muss ich einen Hebel umlegen, weil die alle zu blöd sind dafür. Ich will auch eigentlich einen anderen Anzug kaufen, ne? Warte mal, Sarah ist jetzt nicht mehr dabei, ne? Doch. Die Unterdecks, da waren schon seit Jahrzehnten keine Menschen mehr. Yo, guck mal! Ah! Endlich zu Hause. Hier gibt es schon noch Rattenburger. Super. Los geht's. Dann sieht meine Chefin, wie sehr sie mich braucht und bezahlt mir mehr. Okay, klingt gut. Wunderschön. Guck mal, wie schön das hier ist. Mir ist meiner in Cydonia. Hoffentlich findet er bald was Besseres. Gibt's hier auch Takahashi? Oh, guck mal, wie wunderschön. Ah. Riecht ihr das? Abgase. Ah. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein.
Also du kannst nicht überall sein, aber stehst dir lieber einfach nur rum, weil du ja so beschäftigt bist. Ich kann dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist auch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Sehr gut. Steht aktiv schalten. Komm, Sarah. Mal hier läuft's richtig gut. Darf ich hier für immer bleiben? Kies. Hades? Hier ist jeder willkommen. Behalt nur deine Hände bei dir. Verstanden? Ist das ein Puff? Du machst hier keinen Ärger. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit. Ja, das ist immer nicht. Ich will ein bisschen was Action. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall kleine Außenposten. Mann, dem ist echt langweilig. Oh, guck mal, hier ist ein Ausstatter. Guck mal. Oh Mann, hier ist echt viel besser als oben. Hörst du mich? Ich glaube, das funktioniert. Ich habe nur eine grobe Übersicht. Aber du müsstest in der Nähe des ersten Verteilerkastens sein. Irgendwo an der Wand. Mach ihn einfach auf und leg den großen Schalter um. Perfekt, gut gemacht. Okay, das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... Oh, wow, ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay, prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht ein oder zwei Etagen höher? Sorry, ist weit. Es ist jetzt wieder nur so ein Laufding? Ich dachte, ich muss irgendwo so Space-Kabel ratten. Marder. Marder-Schaden. Marder-Schaden. Ich habe gehört, es kommt zu wenig Datapad und mein Bein vor. Ich gebe mir Mühe. Insight aus anderen Let's Plays. Mein Bein! Guck mal, Schalter. Das erste Mal sehen wir Schalter. Ist das cool. Boah, Schalter. Also ich stehe da wirklich drauf, so, ne? Der nächste Verteilerkasten ist ganz in der Nähe. Der Abschnitt wird kaum noch verwendet. Ja, bla, bla, bla. Das ist er. Der nächste ist ganz in der Nähe. In einer Sackgasse neben dem Jakes. Direkt unter der Wohnung, die sie zu verkaufen wird. Oh. Oh, das war ein Versehen. Das tut mir aber leid. Ich gebe mir Mühe. Ich hab's falsch gemacht. Oder? Der letzte Klick klingt so schön, oder? Ach du Scheiße! Was ist passiert? Los geht's! Die können nichts! Jo, das war bestimmt auch eine Quest! Alter, ein Cyberdog! Taufer Ugobat. Wer hat denn hier gesagt, ich muss hier weg? Alter, sein Space Dog hat ihn einfach umgebracht. Tut mir leid. Ach, ich bin Alpha Centauri, gut zu wissen. Navigator-Rucksack, guck mal. Ich habe ja noch einen anderen. Einfaches Boost-Pack. Guck, ich kann noch schlafen. Das ist Clown, ne? Ja, aber ich versuche ja hier nur was. Klopapier! Ja, Icona ist vorbei. Und das ist nicht Fallout. Da habe ich auch schon immer gesagt, dass Klopapier Reichtum bedeutet. Die Leute dann, Alter, du hattest recht. Aber ich glaube, das haben alle gesagt, die in Fallout Klopapier gesehen haben. Aha. Starware. Von Nico vor 28 Tagen. Ein Freund hat mir erzählt, dass du ein Modell S kaufen willst. Stimmt das? Klar, Alter. Diese Roboter sind sowas von geil. Ich brauche einen, der mein Anwesen bewacht. Weißt du, für wie viel verkaufst du die? Immer langsam.
Ich habe ein ausrangiertes Modell, das Ekliptik loswerden wollte. Ja, ich frage mich warum. Wenn du bar zahlen kannst, haben wir einen Deal. Du weißt, dass es illegal ist, diese Dinger zu kaufen, oder? Klar, darauf geschissen. Was will die Security denn tun, wenn ich Big Bruno auf sie loslasse? Ich habe die Kohle in bar. Wo wohnst du? Wir werden uns sicher nicht da treffen, wo ich wohne. Sei in 2 Tagen um Mitternacht hinter dem Orion Tower. Bring die Kohle komplett in bar mit. Ich mein's ernst. Kein Bargeld, kein Deal. Und ich sag's dir gleich. Ich weiß, was ich mit Leuten mache, die sich wie Idioten verhalten. Antwort, klar, Alter, in 2 Tagen. Das wird der beste Tag deines Lebens. So, weiter geht's. Okay, netter Versuch. Komm sofort wieder her und gib mir mein Geld. Du kannst zum Glück reden, dass ich nach der Scheiße bereit bin, dich am Leben zu lassen. Wenn du nicht bezahlst oder mir den Roboter zurückgibst, leg ich dich um. Ich mein's ernst. Antwort. Yeah! Hab dich reingetoppt. Das Geld, danke. Hier hast du die Kohle. Bam, bam, bam. Bruno gehört jetzt mir. Was willst du denn schon tun? Mich nur zu viel verpetzen, der hat ihn beklaut. Roboter auf dem Schwarzer zu verkaufen, ist illegal, du Vollidiot. Bla, bla, bla. Jetzt hat er den bestimmt angeschaltet, ne? Hast du den Verstand verloren? Kann man wirklich so dämlich sein? Du weißt, wem ich den Roboter abgekauft habe, oder? Sagt der Beruf Fernsteuerung irgendetwas. Bring mir sofort das Geld, sonst liegst du heute nach tot in der Wohnung. Wie hieß der? Nico. Das ist ja lustig. Das war ein cooler Text. Chance-Pastete verpackt. Dankeschön. Gibt's keine Nuka-Cola hier? Gibt's doch bestimmt, oder? Also die Flaschen haben gar nichts. Also das war jetzt schon interessanto Maximo. Kann ich nicht hier wohnen? Das ist voll die coole Wohnung. Ich mag auch das Aufheben von dem ganzen Krempel. Das ist richtig gut. Gut, Leute, ich muss hier leider aufhören, sonst wird es zu lang. Es tut mir leid, ich muss mich dran halten. Reingetoppt, yo! Kann ich ihn hier hinsetzen irgendwie? So, warte mal. Bevor ich jetzt hier aufhöre. Ich topp ihn mal. So, komm mal mit. Das ist unser neuer Kumpel hier. Oh, Mist. Nein, nicht so. Ja, voll am Chillen. Guck, so. Ach ja, endlich geht das wieder. Ich bin so glücklich, ne? Den Arm hier hoch. So, und jetzt, warte. Geh mal weg, Sarah. Wir wollen ein Selfie machen. Warte, ich muss andere Sachen anziehen. Das geht so nicht. Warte. Kann ich das irgendwie auch schnell machen? Das ist schon ein bisschen doof. Ich muss die mal auf Schnelltasten legen. Das geht doch. Guck, da bin ich. Ja. So, wir haben keine Zeit. Ich muss die Folge beenden. Aber für so einen Scheiß habe ich immer Zeit. Also ich muss ja schon mal ein bisschen cooler gucken. Ich muss sagen, wir sind viel zu grimmig. Ist doch blöd. Schade, gibt nicht viel. Gibt aber so Filter, die sind ganz gut. Die machen es ein bisschen schärfer manchmal. Oh Gott, okay, gehen wir hier raus. Gut, Leute, dann hören wir auf und wir sehen uns wieder nächste Folge bei Starfield. Ihr seid die Besten, bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.